Lieber Herr Hoffmann, lieber Herr Simon, liebe Vortragende und liebe Gäste, herzlich willkommen am Institut der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Ursprünglich war das Symposium am 7. April geplant, der Jahrestag des nationalsozialistischen Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums war ein gut gewählter Zeitpunkt und sollte an die Ausgrenzung von Angehörigen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt erinnern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dies leider verschoben werden und findet heute als sogenannte Hybridveranstaltung hier im Hörsaal mit reduzierter Anwesenheit, insofern zulässiger Abstandsregel, statt. Und einer Live-Übertragung ins Internet. In Anlehnung an Albert Einsteins Eröffnung der Berliner Funkausstellung, die 1930 zwar nicht ins Internet, aber in den Rundfunk übertragen wurde, begrüße ich hier alle verehrten An- und Abwesende. Normalerweise berichte ich bei einer solchen Einführung von den Anfängen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt durch die Gründungsväter Werner von Siemens und Hermann von Helmholtz sowie von großen wissenschaftlichen Entdeckungen zur Jahrhundertwende, wie zum Beispiel die Quantenmechanik, die hier an diesem Institut durch Zusammenarbeit von experimentell und theoretischen arbeitenden Wissenschaftlern begründet wurde. Als Naturwissenschaftler betrachtet man solche Errungenschaften gerne als objektive Erkenntnisse und spricht eher selten über den sozialhistorischen Kontext. Allerdings spielen Lebensumstände und der gesellschaftliche Rahmen eine viel stärkere Rolle für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als wir uns zugestehen möchten, damals wie auch heutzutage. In der Geschichtsschreibung wird der Wechsel von Epochen meist durch Ereignisse, welche Brüche markieren, festgelegt. Es ist nicht einfach, solche genauen Zeitpunkte festzulegen. Ich denke, dass das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums am 7. April 1933, zwei Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, einen solchen Bruch darstellt. Dabei ging der letzte verbleibende gesellschaftliche Zusammenhang verloren. Das Gesetz hatte unmittelbaren Einfluss auf das Leben deutscher Beamte mit unterschiedlichem Glauben und wurde später von den Nationalsozialisten als sogenannter Arierparagraf zur Verfolgung und Ausgrenzung auch anderer Berufsgruppen eingesetzt. Dieses Symposium unerwünscht beschäftigt sich mit der Verfolgung und Vertreibung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Nationalsozialismus. Und heute soll in Vorträgen sowohl auf den geschichtlichen Rahmen als auch auf die Auswirkung auf die Arbeit einzelner Wissenschaftler eingegangen werden. Und dabei freue ich mich, besonders Frau Schock-Hörst, Herrn Robsin und Herrn Ritschel begrüßen zu dürfen, die als Nachfahre eine wichtige Zeitzeugenperspektive hier einbringen. Das Symposium ist Teil eines Forschungsprojektes, das die Geschichte der Reichsanstalt und ihre Integration in das nationalsozialistische Herrschaftssystem zwischen 1933 und 1945 beleuchtet. Das Forschungsprojekt geht auf eine Initiative vom kürzlich verstorbenen ehemaligen PdB-Präsidenten Kind zurück. Er nahm dazu während der Wendezeit mit Herrn Hoffmann Kontakt auf. Herr Hoffmann war in Gesamtdeutschland als Experte der PTR-Geschichte bekannt mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen. In seiner Forschung hat er unter anderem die Rolle des PTR-Präsidenten und Nobelpreisträgers Johannes Stark während der NS-Zeit untersucht. Die Initiative wurde dann von den folgenden Präsidenten, Herrn Göbel und Herrn Ulrich, weitergeführt. Herr Hoffmann ist nunmehr als 30 Jahren als Haushistoriker gern gesehener Gast am Institut Berlin und ist derzeit mit uns über einen Werkvertrag verbunden, der die Erstellung einer Studie zur Geschichte der PTR im Dritten Reich zum Ziel hat, wobei natürlich vollständige Forschungsautonomie für Herrn Hoffmann garantiert ist. Das heutige Symposium berichtet über einige Aspekte dieser Studie. Bei der Vorbereitung auf den heutigen Tag stellte ich mir die Frage nach Schuld und Verantwortung. Die Frage,
nach einer individuellen und kollektiven Schuld wurde oft gestellt und führte vorsichtig ausgedrückt zu sehr komplexen Bewertungen. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass eine offene Beschreibung und Diskussion der historischen Ereignisse eine Grundvoraussetzung ist, dass sich solche Dinge nicht wiederholen. Ich betrachte die derzeitigen politischen Entwicklungen mit großer Sorge und man kann auch durchaus Parallelen sehen. Ausgrenzende Meinungen werden unverblümt in der Politik und insbesondere im Alltag geäußert und vertreten. Anfang des Jahres ging Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede in Yad Vashem darauf ein. Und ich zitiere: Ich wünsche, sagen zu können, wir Deutschen haben für immer aus der Geschichte gelernt, aber das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten. Wir leben auch in einer Welt, in der wissenschaftliche Erkenntnisse von Präsidenten kleiner und sehr großer Nationen komplett in Frage gestellt werden. Es ist unsere Aufgabe, als Wissenschaftler und Bürger Verantwortung zu übernehmen und Stellung zu beziehen. Ansonsten geht die Grundlage verloren für die aus meiner Sicht durchaus erfolgreiche gesellschaftliche Entwicklung in Europa und weltweit bisher. Ich bin der festen Überzeugung, dass die derzeitigen großen Herausforderungen der Menschheit ein gemeinsames Handeln erfordern. Die Corona-Pandemie oder die Klimakrise zeigen, dass dieses Handeln nur in Abstimmung mit der Wissenschaft eingegangen werden kann. Und Wissenschaft lebt von einer weltoffenen und vielfältigen Gemeinschaft. Daher darf im Rahmen einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung keine Ausgrenzung aufgrund des Glaubens und der politischen Einstellung stattfinden. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir in dem heutigen Symposium ein wenig aus der Geschichte lernen und wir in diesem Sinne Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen. Vielen Dank.